Bist du aktuell unzufrieden mit deinem Job? In diesem Video möchte ich mit dir ansehen, was macht dich als Arbeitnehmer denn glücklich bzw. unglücklich? Welche Anzeichen es dafür gibt, dass du in deinem Job zu unzufrieden bist? Und vor allem, was du tun kannst, um zufriedener und glücklicher zu sein bzw. ob und welche Alternativen es gibt, wenn du in deinem Job unzufrieden bist. Was macht dich denn als Arbeitnehmer überhaupt glücklich bzw. unglücklich oder unzufrieden in deinem Job? Du bist natürlich herzlich eingeladen, auch in die Kommentare deine Gedanken dazu zu schreiben. Und da gab es so ein paar Punkte in den verschiedenen Studien oder in den verschiedenen Artikeln zu dem Thema, die immer wieder ganz oben auf der Liste standen. Zum Beispiel ein fairer, respektvoller Umgang im Unternehmen, nette Kollegen, Wertschätzung für die Arbeit, ein zufriedenstellendes, faires Gehalt, Spaß bei der Arbeit und gute Work-Life-Balance. Keiner wird sich vor diesen Punkten sträuben. Also ich glaube, keiner von uns hat was dagegen, für seine Arbeit auch entsprechende Anerkennung zu bekommen. Jetzt mal abgesehen davon, ob das in finanzieller Hinsicht ist oder mal in Form von einem guten Wort oder sowas. Aber was dich als Einzelnen zufrieden macht, hängt eben am Ende auch sehr stark von deinen individuellen Bedürfnissen ab. Manchen zum Beispiel reicht es, Dienst nach Plan zu machen. Die lieben es, ihren sicheren Arbeitsplatz zu haben, seit 20 Jahren das Gleiche zu machen, die fühlen sich da wohl und so weiter und so fort. Andere hingegen, die möchten Herausforderungen, die möchten einen regelmäßigen Wechsel in Form von einem neuen Arbeitsfeld, die möchten sich abwechselnde Projekte und Herausforderungen haben und so weiter. Wenn jetzt jemand, der nur Dienst nach Plan machen möchte, weil ihm das einfach sehr gut gefällt, sich in der Start-up-Umgebung wiederfindet, wo es ständig neue Herausforderungen gibt, wo von ihm gefordert wird, sich ständig mit Kreativität, eigenen Ideen, Eigeninitiative und sowas einzubringen, dann wird er sich wahrscheinlich sehr schnell unwohl fühlen, wohingegen sich die andere Person, die sich eben genau sowas wünscht, die genau eben sowas sucht, sich super wohlfühlen wird. Du musst also für dich rausfinden, was dir wichtig ist oder was du brauchst, um zufrieden in deinem Job sein zu können. Schauen wir uns jetzt mal ein paar Punkte an oder ein paar Fragen, wie du herausfinden kannst, wie unzufrieden du in deinem Job aktuell bist. Du kannst dich zum Beispiel fragen, wie ist es denn, wenn du morgens aufstehst und dich fertig machst für die Arbeit? Ist es so, dass du es total schwer hast, aus dem Bett zu kommen, eben nicht, weil du gerade einfach kein Morgenmensch bist, sondern weil du 0,0 Motivation hast, wieder zu diesem Job zu fahren, dann könnte das zum Beispiel schon mal ein Anzeichen sein, dass du vielleicht sehr unzufrieden mit deinem Job oder mit der Jobsituation bist. Dann kannst du dich fragen, wie ist es denn, wenn dich jemand anders fragt, wie deine Arbeit so ist, was du wirklich liebst an deiner Arbeit, wie reagierst du dann? Es strahlen dann deine Augen und du fängst an zu erzählen, was dir alles einfällt, an welchen Projekten du gerade arbeitest, was dir besonders Spaß macht. Oder antwortest du nur so, ja, das Schönste für mich auf meiner Arbeit sind die Pausen, die Feierabenden, die Wochenenden und die Urlaube. Da merkst du ja auch schon so, was habe ich denn eigentlich im Moment im Inneren so für eine Einstellung zur Arbeit? Und wenn du dann auf der Arbeit selber sitzt, gerade mit so einer Einstellung, wirst du wahrscheinlich sehr häufig auf die Uhr gucken, weil die Zeit nicht rumgeht und du es nicht abwarten kannst, bis du endlich wieder Feierabend hast. Wie geht's dir sonntags abends? Gerade Leute, die unzufrieden mit ihrem Job sind oder die mit der Jobsituation unglücklich sind, in der sie sich gerade befinden, die haben oft sonntagsabends schon Bauchschmerzen, wenn sie an den Montag denken, weil das für sie einfach schlimm ist, dass jetzt schon wieder eine neue Arbeitswoche anfängt und das Wochenende schon wieder vorbei ist. Wie ist es denn auch während deiner Arbeit? Hast du da noch Lust, dich einzubringen? Zeigst du eigene Initiative und hast noch Motivation? Oder ist es eher so, dass du für dich sagst, oh, der Laden soll machen, was er will, ich habe völlig resigniert, ich bin frustriert, ich halte mich da komplett raus, du verhältst dich eher passiv, weil du vielleicht innerlich sogar schon gekündigt hast. Vielleicht guckst du auch manchmal aus dem Fenster und denkst dir so, oh, ich wäre gerade überall, nur nicht so gerne hier im Büro. Und da kannst du dich ja mal selber fragen, wie oft es vorkommt, dass du dir denkst, dass du jetzt gerne eigentlich was anderes in deiner Zeit machen würdest. Wie fühlst du dich so, wenn du auf dem Heimweg bist? Fühlst du dich voller Energie? Hast du Lust, noch was für den Abend zu machen oder freust dich schon, deinen Feierabend zu nutzen, um Freunde zu sehen, dich zu bewegen, Sport zu machen, was auch immer, deinen Hobbys nachzugehen? Oder sitzt du im Auto oder in der Bahn oder auf dem Fahrrad, wo auch immer, wie auch immer du dich wieder nach Hause begibst von der Arbeitsstelle und denkst dir so, es war jetzt wieder ein verschwendeter Tag in meinem Leben? Und du fühlst dich völlig ausgelaugt und total leer. Vielleicht hast du ja sogar schon mehrmals an Kündigung auch gedacht oder bist sogar aktuell schon aktiv dabei, Kündigungen zu schreiben. Im schlimmsten Fall hast du das Gefühl, dass dich deine Arbeit richtig krank macht.
sagen wir mal, du hast das Gefühl, dass gerade jeder der Negativpunkte auf dich zutrifft und du weißt schon, dass du sehr unzufrieden in deinem Job bist, was kannst du dann tun? Ich meine, was für Optionen habe ich, wenn ich unzufrieden im Job bin? Auch hier bitte ich dich dran zu denken, dass ich dir nur Optionen und Alternativen zeigen kann, so aus meiner Erfahrung heraus oder was ich selbst gelesen habe oder was ich bei anderen mitbekommen habe und dass es immer nur aus meinem Blickwinkel heraus ist. Was du individuell für deine Situation brauchst, um zufriedener in deinem Job zu sein oder um weniger unzufrieden zu sein oder herauszufinden, ob wirklich die Unzufriedenheit von der Arbeit bei dir herkommt, musst du natürlich immer selber Nachforschungen anstellen. Ich kann da nicht für jeden alle Optionen im Video ansprechen, aber ich denke, das ist dir klar. Aber ich wollte es einfach nochmal dazu sagen. Bei meiner Recherche für dieses Video habe ich neben diesen Videos und Artikeln zu dem Thema Unzufriedenheit im Job auch Artikel und Videos gefunden mit den Überschriften oder den sinngemäßen Aussagen so, ja, wenn du die und die Anzeichen hast, dass du unzufrieden bist in deinem Job, dann musst du kündigen oder kündige einfach ohne neuen Job, dann wird sich schon alles ergeben oder so. Ich sage es jetzt nur sinngemäß und auch ein bisschen übertrieben dargestellt, aber manche Videos könnte man tatsächlich so verstehen. Gleichzeitig findet man dann aber zu solchen Videos auch Kommentare wie, ja, ich würde ja gerne kündigen, aber ich weiß einfach nicht, was ich alternativ machen könnte, was mir überhaupt Spaß machen würde. Also viele fühlen sich da einfach blockiert, weil sie würden gerne was verändern, aber wissen gar nicht so richtig was. Vielleicht geht es dir ja ganz genauso. Oder manche schreiben, ja, ich würde gerne kündigen, aber ich kann mir das finanziell einfach nicht leisten, wenn ich nicht direkt was Neues an der Hand habe. Und anderen geht es so, die haben schon innerlich gekündigt, die haben schon Bewerbungen geschrieben, die waren vielleicht sogar schon bei Vorstellungsgesprächen, aber finden einfach keine passende neue Stelle. Was macht man dann? Also einfach nur kündigen ist vielleicht nicht die allumfassende Lösung. Und weil das eben Probleme sind, die tatsächlich auftreten können, habe ich mir gedacht, gehen wir das mal hier in diesem Video so ein bisschen anders an. Wahrscheinlich wollen viele von uns hören, also ich würde das tatsächlich gerne hören, so ja, wenn du unzufrieden bist im Job, dann kündige einfach, dann wird sich alles andere ergeben und ja, wenn du einfach nicht rausfindest, was deine Leidenschaft ist, dann mach dir keine Sorgen, weil bis du was aufgebaut hast, womit du Geld verdienst, kommt ein Einhorn und pupst dir nonstop Geld ins Gesicht. Ja, hätte ich auch gern sowas, aber das entspricht eher nur dezent bis gar nicht der Realität. Also sich vorher eben Gedanken zu machen, sich vorher zu reflektieren und wirklich mal so drüber nachzudenken, wie denn die nächsten Schritte aussehen sollen, machen echt Sinn, auch wenn es am Anfang vielleicht ein bisschen langweilig aussieht oder vielleicht ein bisschen anstrengend sein kann. Mein erster Tipp ist daher, und das liegt mir sehr am Herzen, finde heraus, was dich wirklich unzufrieden macht. Stell dir da die Frage, was würde mich zufriedener machen, sowohl in finanzieller Hinsicht als auch in nicht finanzieller Hinsicht. Also was bräuchtest du, um in deinem Job zufrieden sein zu können? Und welche Rahmenbedingungen allgemein sind dir wichtig, um in einem Job generell zufrieden sein zu können? Bevor du nämlich jetzt direkt losziehst und kündigst und dich bei irgendeinem anderen Job bewirbst oder irgendetwas anderes anfängst, kommst du sonst, wenn du dir darüber keine Gedanken vorher gemacht hast, vielleicht vom Regen in die Traufe, weil du dann feststellst, oh, jetzt sind zwar diese drei Punkte erfüllt, die mich in dem Job gestört haben, aber diese vier anderen Punkte, die mir eigentlich auch wichtig waren, wo ich mir aber nie Gedanken drüber gemacht habe, sind jetzt weggefallen. Deshalb nimm dir die Zeit vorher, mach dir Gedanken und überleg, was stört mich im Detail, was müsste sich ändern, dass ich zufriedener sein könnte und was würde ich mir noch zusätzlich wünschen, um wirklich glücklich in meinem Beruf sein zu können. Und jetzt kommt was, was ich immer wieder anspreche, was du vielleicht sogar schon nicht mehr hören kannst, aber mach dir bitte Gedanken, wo du grundsätzlich in deinem Leben hin möchtest. Vielleicht findest du dann heraus, hey, ich will gar nicht mal in der Villa wohnen oder so. Mir ist es einfach nur wichtig, dass ich später weiter in meiner Wohnung wohnen kann und ein bisschen was nebenher für die Rente machen kann. Und du stellst vielleicht fest, dass du gar nicht so viele finanzielle Mittel brauchst, wie du vielleicht denkst, was dir auch wieder Freiheit gibt, dir vielleicht einen anderen Job zu suchen, wo du nicht unbedingt mehr Gehalt bekommst, wo aber andere Punkte, die dir sehr viel wichtiger sind, von deiner Liste erfüllt sind. Oder du findest heraus, okay, hey, ich kann aktuell noch nicht kündigen, weil ich die Finanzen nicht dazu habe, aber wenn du dabei bist, dir einen Überblick zu machen, siehst du dann auch eher, an welchen Stellschrauben du drehen musst, um dahin zu kommen, dass überhaupt ein Jobwechsel für dich in Frage kommt, beziehungsweise eine Kündigung. Dann der große Punkt, und ich glaube, dass das allgemein großes Problem ist, und ich möchte zu dem Thema Nische finden, Leidenschaft finden und so weiter nochmal ein Video gesondert, glaube ich, machen, weil das echt ein Punkt auch bei mir persönlich war, der mich echt sehr zurückgehalten hat, vorwärts zu kommen bei dieser ganzen Sache. Aber was ist denn jetzt, wenn du so gerne was anderes machen würdest, aber eben einfach nicht weißt,
was dir Spaß machen könnte oder du Ideen hast, wo du denkst, die könnten mir Spaß machen, aber so Panik davor hast, dass sie dir eben keinen Spaß machen, dass du es lieber erst ganz bleiben lässt. Und dazu habe ich jetzt schon ein paar Punkte für dich hier in diesem Video. Also erstmal Punkt 1, wenn du das Gleiche weitermachst, was du schon die ganze Zeit machst, was dich eben auch in diese Situation gebracht hat, in der du nicht so glücklich bist und so weiter, und du machst es weiter, dann ist es sehr unwahrscheinlich, dass sich über Nacht von außen alle Umstände ändern und du dann plötzlich sehr, sehr zufrieden in deinem Job bist. Also diese Angst zu nehmen, diese Angst davor, dass du vielleicht dann in was rutschst, was dir ebenfalls keinen Spaß macht oder so, sollte dich nicht davon abhalten, aktiv zu werden. Zweiter Punkt ist bei der Sache auch wenn du es dir wünschen würdest, es kann dir keiner sagen, was dir jetzt und was dir in 10 Jahren Spaß macht und ob es dann richtig ist, mit der Sache schon mal anzufangen, die dir vielleicht jetzt noch nicht so viel Spaß macht, aber wenn du richtig gut drin bist, in 5 Jahren dann total. Oder dass du jetzt lieber diese Sache sein lassen solltest, weil du feststellen wirst nach ein paar Monaten, dass wenn du alles aufgebaut hast, dass es eben nicht so dein Ding ist. Das kann dir keiner sagen, weil keiner kann die Zukunft voraussehen und genau wissen, was wann wie für dich passieren wird. Und der nächste Punkt, der dritte Punkt, dein Leben ist zu kurz, um alles auszuprobieren. Das soll dich auf keinen Fall unter Druck setzen, dass du jetzt denkst, ja, aber genau deshalb muss ich doch jetzt die richtige, perfekte Entscheidung treffen, was ich als nächstes mache und wie ich aus der Situation herauskomme. Nein, im Gegenteil, das Ganze soll dir Ruhe schenken. Warum? Du kannst dir absolut sicher sein, egal welche Entscheidung du jetzt triffst, es kann immer sein, dass es andere Entscheidungen gibt oder andere Möglichkeiten, die besser gewesen wären. Es kann auch immer sein, dass es andere Möglichkeiten gibt, die viel schlechter sind. Es kann aber auch sein, dass es noch 3 Trilliarden andere Möglichkeiten gibt, von denen du aber jetzt noch gar nichts weißt. Und noch ein Punkt, den zähle ich jetzt mal zu dem dritten Punkt so mit dazu. Neben dieser Qual mit den ganzen Möglichkeiten und dass du dir bewusst machen kannst, dass immer was hinten runterfallen wird und du nicht die perfekte Entscheidung treffen kannst, ist auch noch was da reinspielt, dass du eben oft nicht weißt, wie die Sachen für dich sind, bis du sie ausprobiert hast. Ich finde das ein sehr gutes Beispiel, das große Thema Homeoffice. Vielleicht hast du dir vor der Corona-Pandemie so sehr gewünscht, einen Arbeitsplatz mit Homeoffice zu haben, bist jetzt in der Corona-Pandemie seit 5 Monaten im Homeoffice-Platz, hast keine Unterhaltung mehr mit irgendeinem anderen im echten Leben gefühlt und fühlst dich völlig einsam und allein. Oder es kann sein, du hast jetzt endlich Homeoffice und bist total glücklich und weißt, das ist nicht nur so, wie ich es mir erträumt habe, sondern noch viel besser. Was ich damit sagen möchte, ist, auch wenn es anstrengend ist, aktiv zu werden und Sachen auszuprobieren, ist es oft der einzige Weg, der dir hilft, tatsächlich rauszufinden, was dir Spaß macht oder eben keinen Spaß macht oder welche Rahmenbedingungen du brauchst oder eben nicht brauchst, um in deinem Job zufrieden zu sein. Noch ein Tipp, was du gerade machen kannst. Gerade für solche Leute ist es jetzt, die sich sehr, sehr kraftlos und ausgelaugt durch die Arbeit fühlen, dann kann es eine Option für dich sein, ein Sabbatical zu machen, also dir eine gewisse Zeit freizunehmen von deiner Arbeitsstelle, wenn dein Arbeitgeber das hergibt und wenn du dir sowas vorstellen kannst, und dir ein paar Monate bewusst dafür Zeit zu nehmen, runterzukommen, mal wieder zu Atem zu kommen und mal so ein bisschen mehr zu dir zu finden und überhaupt rauszufinden, was dir überhaupt Spaß machen könnte. Ich kenne es sehr gut, also als ich damals noch Vollzeit angestellt war und in diesem Alltagstrott drinne war, hätte da jemand damals zu mir gesagt, ja, irgendwann wirst du mal versuchen, dich selbstständig zu machen. Da hätte ich wahrscheinlich 5-mal den Kopf geschüttelt und wäre weitergegangen, weil ich mir das gar nicht hätte vorstellen können. Bei mir war es ja dann die Neurodermitis, die mich so aus dem Job rausgekickt hat für einige Monate. Aber genau dieses aus dem Alltag draußen sein, aus dem Job draußen sein, hat mir überhaupt gezeigt, dass es da noch andere Optionen in der Welt gibt. Das halt gerade, wie gesagt, wenn du dich sehr ausgelaugt und fix und fertig von der Arbeit fühlst und auch den Eindruck hast, du hast gar keine Power, jetzt noch Bewerbungen zu schreiben und sowas, dann kann so eine Auszeit, so ein Sabbatical vielleicht echt eine Option für dich sein. Und dann noch natürlich als Option, wir haben es jetzt schon 5-mal gesagt, wenn du unzufrieden bist in deinem Job, und darüber haben wir jetzt auch gesprochen, kann es natürlich eine Option sein, zu kündigen. Und auch wenn es jetzt nicht so realistisch ist, dass du kündigst und dann automatisch überall super viel Geld verdienst mit dem, was du machst und deine Leidenschaft findest, bei manchen ist das vielleicht genau der Weg der Wahl. Also manch einer von uns braucht vielleicht genau diese Situation, dass er kündigt und dann aktiv werden muss und sich dann Sachen ergeben müssen und es dann einfach weitergehen muss, dass er einfach mal rauskommt, wie gesagt, aus dem Trott und sich dadurch was Neues entwickeln kann. Aber wie gesagt,
Was für dich der richtige Weg ist und was für dich individuell die richtige Lösung ist, musst du für dich selbst rausfinden. Ich glaube auch manchmal, dass viele von uns auch noch immer, das hatte ich mir gar nicht aufgeschrieben für dieses Video, aber viele von uns haben, glaube ich, auch noch immer dieses, ja, aber ich habe doch jetzt eine Ausbildung oder ein Studium für den Bereich XY gemacht, das kann ich doch jetzt nicht alles hinschmeißen und so. Und irgendwo habe ich dann letztens so gelesen, ja, manche Leute machen sich darüber Gedanken, 3-4 Jahre ihres Lebens hinzuwerfen. Also es ist ja auch nicht so, dass das dann alles für nichts war, sage ich jetzt mal. Aber davor Angst zu haben, dann die nächsten 20-30 Jahre ihres Lebens noch mit Sachen zu verschwenden, wo sie eben gar keine Lust dafür haben, darüber denken die Leute manchmal nicht so nach. Aber wenn du jetzt wirklich sehr unzufrieden in einem Job bist und dich völlig überfordert fühlst, also mit dieser Entscheidung zwischen den verschiedenen Optionen und Alternativen oder dass dir schon zu viel ist, überhaupt dir Gedanken zu machen über Alternativen und über verschiedene Möglichkeiten, die du sonst noch hättest, dann kann es natürlich auch noch sein, und es ist mir wichtig, das auch noch zu sagen, dir einfach von außen Hilfe zu holen. Das kann in Form von einem Jobcoach sein, der dich vielleicht fit macht für Bewerbungsgespräche. Das kann aber auch in Form von 1-2 Tagen sein, wo du dir vielleicht verschiedene Berufe angucken kannst. Manchmal gibt es ja so geplante Jobfindungstage oder so Events oder Messen oder sowas in der Art. Oder vielleicht auch einfach ein Psychotherapeut oder eine Psychotherapeutin, die sich mal mit dir hinsetzen und ganz professionell von außen dir ein paar Tools mit an die Hand geben, die dir zeigen können, die dir zeigen, okay, hey, wie kann ich mich denn selber reflektieren, um überhaupt herauszufinden, was mich gerade aktuell an der Situation stört, beziehungsweise was ich denn wirklich brauche in einem Job, um zufrieden sein zu können, welche Alternativen es für mich persönlich gibt. Arbeit sollte meiner Meinung nach ein Ort der Entfaltung sein, der deinen Fähigkeiten entspricht, der deine Bedürfnisse berücksichtigt, wo du dich weiterentwickeln kannst, wo du Freude und Spaß dran hast. Ich weiß, das hört sich jetzt vielleicht für dich komplett utopisch an, weil Arbeit einfach nun mal keinen Spaß macht, heißt vielleicht, oder weil halt dein Job nur ein Zweck zum Mittel ist. Oder wie heißt das? Ein Zweck heiligt die Mittel oder so? Aber wenn du zumindest nicht jeden Sonntagabend schon mal Bauchschmerzen hast, dann wäre das doch schon mal ein Riesenschritt in die richtige Richtung. Übrigens noch ganz kurz diese ganze Videoserie, warum es jetzt überhaupt eine ganze Serie zu diesem Thema geben wird, Unzufriedenheit im Job und um was es in den nächsten Videos geht, darauf will ich jetzt ganz kurz nochmal eingehen. Und zwar keine Sorge, also es wird weiterhin auf diesem Kanal um Wachstum auf YouTube gehen, wie kann ich mir mit YouTube ein Online-Business aufbauen, um das Thema Online-Business aufbauen an sich und so weiter. In die Richtung soll es weitergehen, das will ich auch weiter behandeln. Aber ich habe mir gedacht, ich erzähle so ein bisschen meine Geschichte in den Videos, beziehungsweise wäre es mir auch wichtig, dich als Zuschauer etwas mehr bei der Startposition abzuholen. Denn ich weiß, es gibt sicherlich Leute, die sind schon selbstständig, die schauen sich diesen Kanal an, um vielleicht Tipps rund zu dem Thema YouTube und so weiter zu finden. Aber es gibt sicherlich auch Leute, die daran denken, überhaupt mit YouTube anzufangen oder ein Online-Business aufzubauen, die jetzt aber gerade noch im Angestelltenverhältnis stecken. Und ich möchte versuchen, auch diese Leute abzuholen. Sag mir gerne, was du von dieser Planung und von dieser Reihe hältst. Und wenn du sagst, hey, nee, eigentlich bin ich viel mehr nur für YouTube-Tipps da oder viel mehr nur für das Thema Online-Business aufbauen und so weiter, dann schreib mir das gerne in die Kommentare oder schau auch gerne mal auf meinem Instagram-Kanal vorbei. Da siehst du nämlich auch zu vielen der Themen oder auch zu einzelnen Videos die Infos nochmal ganz kompakt zusammengefasst und da musst du dir nicht so viel drumherum anhören, sondern siehst wirklich in verschiedenen Posts oder Grafiken nochmal einzelne Punkte.